Ja, Freunde, moin moin. Guten Morgen. Aus Sindelfingen von der Fische und Reptil. Hier am Stand von Aker habe ich hier den Christian bei mir. Hallo Marc. Christian, was haben wir Neues? Ein paar Neuigkeiten haben wir mit dabei. Jetzt fangen wir mal vielleicht mal mit den Linsen an. Haben wir die neuen Linsen praktisch hier. Kannst auch gerne mal auspacken, dass man es mal sieht. Ist halt optimal, sage ich mal, wenn sie Korallen fotografieren möchten, mit den Farblinsen. Ist ein Makroobjektiv mit dabei. Ich gebe es dir mal, Marc. Das ist für Makro Marc, ne? Für Makro Marc. Da werden die Aufnahmen noch viel schärfer. Ja, ganz genau. Ja, ist ein kleines, nettes Gimmick, ne? Da ja alle so freudig immer auf Facebook Bilder posten wollen, viele mit Handy unterwegs sind. Genau. Es ist halt eben eine gute Sache. Ja. Ne? Was sind dann zwei Farblinsen sind noch mit dabei? Ja, ja. Einmal für 15.000 Kelvin die Farblinse. Ja. Und einmal für 20.000 Kelvin die Farblinse. Mhm. Ja, dann mit Clip dabei, ne? Genau, mit Clip, auch für Dualkameras. Mit drei Löcher praktisch innen drin. Mhm. Kann man praktisch dann die Farblinse einfach aufschrauben. Wenn man dann Makroaufnahmen machen will, nimmt man die Makrolinse noch und legt sie praktisch dann entweder über die Farblinse, je nach Beleuchtung im Aquarium, oder man schraubt sie dann praktisch direkt auf den Clip dann praktisch auf. Okay. Schaut das Ganze so aus. Mhm. Und es gelingen super Bilder von den Korallen. Ja, das ist wohl wahr. Wir hatten es ja gestern, glaube ich, schon mal ein paar Mal hier ausprobiert. Dein ja, Kollege, wir hatten ja gestern auch schon mal einen Test gepostet. Genau, dein Kollege genau. Hat es auch schon mal ausprobiert gehabt. Ja. Hat ein paar Bilder gepostet. Funktioniert auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Wir haben es ausgetestet. Ja, Christian, was haben wir dann sonst noch Neues? Die nächste Neuigkeit ist unser neues Basic-Set. Viele kennen ja schon unsere Basics als Einzelelemente. Da steht Calcium, Magnesium, Carbonat und praktisch mit den flüssigen Zusätze. Und jetzt haben wir nochmal ein komplettes Set rausgebracht. Das Set wird es in zwei Größen geben. Immer für kleinere Aquarien und für größere Aquarien. Mhm. In den ganzen Sets sind auch die ganzen Kanister schon enthalten, die ganzen Schläuche, dass man es an die Dosieranlage anschließen kann. Das ist praktisch eine komplette rundum Spurenelementversorgung alles da drin. Mit Kanister. Komplett alles drin. Wir können es gerne auch mal auspacken. Ja, ich würde jetzt einfach mal sagen, ihr wollt das bestimmt alle sehen. Dass mal die Kunden einen Eindruck davon gewinnen, was alles drin ist in dem Set. Ja. Ja, wir holen euch mal ein bisschen näher ran und zeigen euch das mal. Genau. Ja, Freunde, so, wir packen jetzt mit euch hier mal das nette Kartönchen mal aus. Eieieiei, da ist ja richtig was drin. Ist einiges enthalten. Wir haben jetzt hier Basic 1 Calcium. So, ist ja richtig was drin. 2 Kilo. Dann Carbonat 2 Kilo. Wo sind das für Schläuche? Wahrscheinlich Magnesium, die. Das sind wahrscheinlich dann die. Das sind die Schläuche für die Kanister dann, ne? Kleines Löchchen reinbohren, den Schlauch praktisch reinstecken. Dann ist auch noch der Schlauch für die Dosieranlage mit dabei. Ach, habt auch noch mit da dran. Anschließen. Bloß darauf achten, wenn man jetzt hier das Löchchen reinbohrt und sitzt recht stramm innen drin, dass man vielleicht noch ein zweites, kleineres Löchchen reinbohrt, dass es keinen Unterdruck dann praktisch. Naja, dass er Luft kriegt. Also ich habe das bei mir zu Hause immer so gemacht, ich habe es immer hier gemacht. Das sind so kleine Luftnippel eigentlich, da kann man hier abschneiden und dann passt es. Okay. Kanister sind alle dann praktisch mit dabei. Ja. Die Anleitung liegt auch noch mit dabei, die haben wir jetzt auch neu gemacht gehabt. Kann man jetzt auch dann speziell die ganzen Basics hier unten für gemischtes Riff, SPS, LPS Aquarium oder rein SPS Aquarium dann praktisch die Dosierung entsprechend dann praktisch anpassen. Es sind auch alle drei Rezepturen im Aqua Calculator hinterlegt. Und dann kann man sich auch relativ leicht dann auch ausrechnen, was man dosieren muss. Ach, da habt ihr die auch schon direkt eintragen lassen? Die sind alle direkt eingetragen. Oh, super. Und Kunde kann da nachschauen. Ja gut, arbeiten ja echt viele mit. Und die Dosiermengen praktisch errechnen. Okay. Ja, was haben wir noch? Dann sind unsere Flüssigkeiten noch mit dabei. Das Basic 1.1 ist ein Strontiumkomplex, was zum Calcium mit beigemischt wird. Dann ist Basic 1.2 der Elementkomplex, was ebenfalls ins Calcium mit reinkommt. Dann haben wir 3.1, was im Carbonat mit reinkommt. Das ist der Halogenkomplex dann praktisch.
Mhm. Und dann haben wir es 2.1, das ist der Vitaminkomplex, der kommt ins Magnesium mit rein. Sollte der Magnesiumverbrauch relativ gering sein, weil meistens ist am Anfang ja nur stark beim Kalkbrot, Algenwachstum etc., kann man später auch dazu übergehen und den Vitaminkomplex in Basic 3, in Carbonat praktisch mit reinmischen. Mhm, okay. Und somit wäre das praktisch eine komplette Rundumversorgung für die Korallen. Mhm. Ja, da ist eine Menge drin in dem Kartönchen, ne? Wie schon vorhin mal angesprochen, die komplette Rundumversorgung an Spurenelemente für ein gesundes, sagen wir mal, prächtiges Wachstum von den Korallen. Eben speziell auch darauf ausgelegt, fürs Polypenbild, fürs Wachstum, dass das wirklich alles stimmig ist und auch alles passt. Ja, also im Prinzip so ein Komplettversorgungs-Ballingkartönchen. So ähnlich. No? Wir uns halt ein bisschen noch unterscheiden, wie auch vorhin auch schon mal in der Basic-Anleitung mal kurz gezeigt gehabt. Wir haben es halt unterteilt für drei verschiedene Bereiche. Mhm. Also für die normalen Mischbecken, LPS, SPS-Becken oder rein dann SPS dominieren. Oder dann praktisch, wenn die Kunden mehr darauf Wert legen, sagen wir mal, die letzten Farben noch aus die SPS rauszukitzeln, da ist es dann auch nochmal speziell drauf ausgelegt. Okay. Ja, finde ich ja eigentlich ganz nett. Sieht ja auch Verpackung erstmal ansprechend aus, wie immer. Habt das schön bunt gestaltet. Wir geben uns Mühe. Ja gut, das ist natürlich eine gute Sache hier mit dem gemischten Riff, SPS, LPS, dass ihr das da nochmal so unterteilt habt. Ne? Das ist halt auch wirklich alles dann in der Anleitung nochmal explizit alles ganz genau erklärt. Also im Grunde kann man da keinen Fehler machen. Und mit der Unterstützung dann vom Aquacalculator, das ist wirklich in der Hinsicht kinderleicht, die Handhabe. Okay. Ja, gute Sache. Viel drin im Kartönchen, wo liegt es preislich? Das liegt jetzt empfohlener Verkaufspreis, das große Set bei 99 Euro und das kleine Set wird bei 59 Euro sowas. Okay, das ist ein kleines Set, was ist das kleine Set? Das kleine Set enthält praktisch die... Ist ja nur weniger Menge quasi. Von der Menge her dann praktisch geringer. Also wenn jetzt jemand, sag ich mal, ein Becken hat, Nano-Becken meinetwegen, oder bis, sag mal, bis 250 Liter, da langt dann im Grunde das kleinere Set, wobei ich dazu sagen muss, die Sachen gehen nicht kaputt in der Hinsicht. Und ja, aber wir wollten halt zwei Sets machen, wenn einer sagt, der will erstmal zum Testen. Wo komme ich jetzt litermäßig hin an den Lösungen mit dem Set jetzt? Ist jetzt von die Lösungen her, jetzt je nachdem, welches System man natürlich dann fährt, aber es ist von der Reichweite ist schon sehr, sehr hoch. Okay. Ja, wunderbar. Aber das ist ja noch nicht alles. Das viel Interessantere kommt ja jetzt noch. Jetzt laufen wir dann langsam mal zur Technik rüber. Ja, ich wollte gerade sagen, lass uns jetzt mal zur Technik rüber gehen, weil... kurzen Schwenk zur Technik. Ja, da gibt es nämlich noch ein paar ganz geile Sachen, so speziell für den Nano-Bereich. Das freut mich schon riesig. Und ich würde sagen, da gehen wir mal hin, oder? Maßstab. Ja. Die ganzen, wo schon nach die Abmessungen gefragt haben. Genau. Da hatte ich gestern auf Facebook noch was gelesen. Machen wir für euch, wir messen das aus. Ja, ich würde sagen, wir gehen mal darüber. Gehen wir mal rüber.